So, sehr schön. Jetzt müsste noch eine Lage oben drauf, dann kann ich die Decke machen. Ich weiß nicht, wie viele Stockwerke wollen wir denn da machen? Nicht allzu viele. Also das soll schon ein größerer Turm sein, aber ich will es aber auch nicht gleich übertreiben. So, aber erstmal hier das Stockwerk hier fertig machen. Ach nee, jetzt habe ich... Ich habe doch hier neues Dingsbums da hier. Neues Holz. Wieso wird das nicht genommen? Ach, weil das andere schon in der unteren Leiste war wahrscheinlich. Ja, das wird es wahrscheinlich gewesen sein. So, jetzt will ich mal ein Experiment machen. Und zwar... das hier von oben machen. Ich fange mal hiermit an. Und dann mal schauen, ob ich das richtig mache. So. Weil ich ja von oben nicht erkennen kann, wo ich jetzt was hingesetzt habe, aber... Oh, komm her, ich habe doch was da. Ich weiß nicht, was das soll. Alter, war das schon immer so? Ja, wahrscheinlich. Aber jetzt, wenn ich da alles zugemacht habe, sehe ich das nicht mehr. Da kommt sowas hin. Auch da. Ja, doch. Und jetzt da, da und da. Jetzt muss ich allerdings den hier wieder wegmachen, weil ich hier da die Leiter hin soll. So, das sieht man sie ja schon. So, jetzt gehen wir nach unten und schauen wir mal an, ob ich das richtig gemacht habe hier mit der Decke. Ja, das sieht alles richtig aus. Ja, okay, gut. Also ein Stockwerk auf jeden Fall noch. Da brauche ich dies hier wieder und jenes. So. Ja, ich bin gespannt, wie lange das, das orange Holz noch reicht. Ich habe übrigens einen Beschluss gefasst. Naja, so ganz offiziell ist er noch nicht, aber ich habe ja in der letzten Aufnahme, ich weiß jetzt nicht mehr in welcher Folge, aber irgendwann in der letzten Aufnahme, habe ich doch davon gesprochen, dass ich die Idee habe, die ganzen Lampen auf dem Weg nach Oberklein-Wieselberg auszutauschen. Ne, die Lampen bleiben da, aber da soll ein Tageslichtsensor drauf. Das wäre die Idee. Und die Idee gefällt mir immer besser und gefällt mir so gut, dass ich das eigentlich machen will. Die Frage ist nur, wann offiziell beschlossen ist es noch nicht, aber ich habe einfach Lust drauf. Da fehlt noch ein Fenster. So, ja gut, noch eine Schicht. Also ich denke mal schon, dass ich das machen werde. Ich habe da ein bisschen auch erst so im Hinterkopf, dass das... eventuell auch irgendwie dazu beiträgt, dass der Rechner und Minecraft einfach nicht so viel Leistung erbringen muss, weil ja nicht so viel Licht erzeugt wird und nicht so viel gerendert werden muss. Okay, damit ist das Holz zu Ende. Ja gut, wir müssen zum Lager... Nee, deswegen habe ich ja was mitgenommen. Moment, warte mal. Im Lager war ja auch nichts mehr. Oder nicht mehr so viel oder so. Ich glaube gar nichts mehr. Müssen wir mal ein bisschen nachmachen. Ein bisschen auf Vorrat. So, jetzt wieder die Decke. So, fange ich mal hier an. Ist ja völlig egal, ob das jetzt im gleichen Muster ist wie unten oder nicht. Also das ist jetzt total egal. So, da hinten. Und der hier. Ja, okay. So. Der da hinten, der soll ja wieder weg. Da kommt ja die Leiter wieder hoch. Die ich jetzt gleich da habe. Moment, hier. Leiter. Kann ich auch die gleich... Ne, habe ich schon da. Dann kommen die hin. So, einmal Leiter bitte. So, hätten wir das hier. Das hier. Ah ja, das haben wir schon. Oh, das ist schön hier so hoch. Aber ich glaube, das hier, das reicht dann als Stockwerk. Ja, das ist ziemlich hoch, aber das ist gut. Nee, jetzt war verkehrt. So, gleich wieder weg. Und dann kommt da nur noch das Dach drauf.
Das wird dann auch so flach wie das andere. Das soll im gleichen Stil gebaut werden. Wir können das ja machen nachher. Also um jetzt mal wieder zurück auf diese Lampen zu kommen. Einfach mal ausprobieren. Und ein paar machen. Aber ich werde es wohl machen, weil ich irgendwie einfach Lust drauf habe. So, das wäre fertig. Dann setzen wir mal die Fensterscheiben hin, obwohl ich die Leiter... Nee, ja doch, ein Stück Leiter... Nee, verkehrt. Ein Stück Leiter brauche ich noch. Noch höher hinaus muss das ja nicht sein. So, einmal Leiter dahin. So. Ja, wir müssen aber nach oben was hier. Achso, dann kann ich ja doch mal ein Stückchen noch die Leiter erweitern. Das kann auf jeden Fall so. Haben wir bei den anderen auch gemacht. So, da um die Ecke rum. Ja, siehst du, jetzt ploppt das nach. Ich weiß nicht warum. Gibt es da so eine Reihenfolge? Ich meine jetzt festgestellt zu haben. Ja, das, die Feststellung ist richtig, dass immer Eichenholz nachkommt. Was aber schlichtweg daran liegt, dass nichts anderes als Eichenholz da ist. Außer das Holz, das ich gerne hätte. Es sind zwei Holzsorten da, aber es kommt eine falsche nach. Und es kann nur diese nachkommen, wenn denn eine falsche nachkommt, weil keine andere falsche mehr da ist. Deswegen muss diese Beobachtung, also ist zwar richtig, aber das heißt jetzt nicht, dass immer Eichenholz bevorzugt wird beim Nachkommen. So, ach ja, da fehlt noch eins. Moment, den letzten muss ich ja... Ja, ich muss ja wieder runterkommen. Oh, jetzt wird es auch noch Nacht. Nee, komm, ich will am Tag arbeiten. Ich stelle jetzt das Bett hier oben hin. So, rein da. Ich will das Dach hier noch bauen. Und dann runtergehen, dann sind wir nämlich hier oben auch fertig. Bett wieder dahin. Ach, jetzt muss ich muss ja doch runter, weil ich keine Steine habe. Okay, gut, dann machen wir das dahin. Und da ist ja noch die Leiter. Und so. Ich brauche Stein. Wenn man... Ah, die Tür geht auch von alleine auf und zu. Nee, auf nicht. Zu aber schon. Ja, reicht das? Ich bin da abergläubisch. Ich nehme da mal was mit. So. Ja, doch, das ist schon hoch genug hier, das Ganze. So. Das heißt, hier eine Reihe rum. Aber es wäre doch, glaube ich, sinnvoller. Ja, genau, erstmal hier außen das zu machen. So und so. So. Ja, ich war gerade eben Gedanken. Warum ich jetzt abgeschweift bin, weiß ich auch nicht. Ich habe gerade drüber nachgedacht, weil ich mal wieder mit meinem PUBG-Training weitermache, denn das ist gerade pausiert. Hab gerade nicht so richtig Lust drauf. Und ich habe eben auch noch andere Ziele und die will ich ja auch mal verfolgen. Und da habe ich gerade ein bisschen überlegt, wann ich denn da wieder anfangen könnte und so und das regelmäßig machen oder so. Aber ja, das kommt schon wieder. Ja, das muss weg jetzt hier. So. Jetzt finde ich hier keinen Anschluss. Ja gut, dann muss ich das eben so machen. Ja, das war jetzt... Das war total verkehrt. Nee, das war nicht verkehrt. So, kann ich ja so machen. So, irgendwie muss ich ja den Anschluss finden. So, zack, da. Nee, der ist aber definitiv verkehrt. Ah, den kann ich mal für nachher gleich brauchen, weil ich hier oben drauf auch noch was machen muss. So, machen wir eben gleich. So, der hier. Ja, okay, dann sind wir hiermit auch schon fertig. Okay, das wäre das Dach. Oh ja, da geht's schon weit nach unten.
Nee, ich muss hier die Weste anziehen. Ja, okay. So, sehr gut. Ja, zum Runterspringen ist das ganz gut. Okay, wie sieht das jetzt aus hier? Ein bisschen eintönig das Ganze, ne? So, ein bisschen aus der Ferne. Man sage, man staune und beschreibe, oder wie man das sagt, die Sonne blendet mich nicht. Das Dach ist ziemlich flach, ja, das sieht man gar nicht. Aber okay, das, ja, ist jetzt egal. Sieht ein bisschen doof aus, macht aber nichts. Ja, es ist ein bisschen komisch. Also ich würde da gerne so ein bisschen Verzierung mit reinbauen. Dass wir zum Beispiel so Querbalken machen. Ja, zumindest einmal. Und zwar gerade da, wo die Decke ist. Muss ich schauen. Eins, zwei. Zwei, die Zwischendecke. So, das ist das erste, das ist das zweite. So, beim zweiten im Boden. Ich versuch's mal. Ob das hier das Richtige dann ist. So, das müsste dann das Richtige sein, so wie ich das meine. Ich schau mal nach, ob das so ist. Vielleicht machen wir das auch auf allen Stockwerken. Nein, ich muss doch hier nicht draufdrücken auf die Tür. Ich kann ja einfach über die Stufe da latschen. Das reicht doch. Genau, das ist da so, wie ich es meine. Wir machen das einmal rundum. Und dann schauen wir, wie das aussieht. Denn das, dieses eine will ich auf jeden Fall lassen. Eventuell bei den anderen Stockwerken auch noch. Ja, wie gesagt, wäre sinniger gewesen, wenn ich das gleich gemacht hätte, aber nun ja. Wenn es mir zu spät einfällt, dann geht das eben nicht. So. Das wäre gemacht. Muss die Leiter auch neu gesetzt werden, aber das ist egal. Ich hau die oberen eben auch weg, damit ich da ganz gut und ganz bequem hinkomme. Ja, wir wollten das mit den Lampen noch testen, genau. Und ansonsten habe ich geplant, als nächstes Projekt zum Weitermachen. Also nach wie vor kein neues Projekt anfangen, sondern erstmal die alten beenden. Ah, da habe ich ja schon, okay. Ja gut, das mit den Lampen ist ja auch ein neues Projekt. Aber ich habe einfach Lust drauf. Kann ich ja machen. Wobei die Lampen schon stehen, aber gut, wenn sie verändert werden sollen, ist das ein neues Projekt. Ja, und zwar bei der Talantenne weitermachen, nämlich die Abnehmer. Das will ich auch weitermachen. So, jetzt sollten wir da einmal rum sein. Will ich mal anschauen, wie das von außen aussieht. Also ich sehe da Potenzial, dass mir das so gut gefällt, dass ich das in den anderen Stockwerken auch machen will. Ja, das würde dem Ganzen noch mehr Struktur geben. Ja, doch, das sieht besser aus dann. Das will ich machen. Da noch eins, zweimal, also in jedem Stockwerk dann nochmal. Obwohl das so irgendwie auch nicht schlecht aussieht, ne? Ich habe eine Idee. Wir machen das einfach mal auf der Vorderseite und schauen uns das an, wie das aussieht. Und dann können wir das vergleichen mit den anderen Seiten. Wir können... Achso, nee, muss hier... gleich hier machen. Das dann auch noch einfach mal so eine Weile lassen. Wir müssen hier auch noch die Inneneinrichtung machen. Also wir sind hier an dem Haus ja noch nicht fertig. Das dauert noch ein bisschen. So. Die eine Seite wäre gemacht und ich muss schon wieder husten. Ich muss mehr trinken. Ich frage mich, ob ich eigentlich generell so im Alltag zu wenig trinke. Ich glaube nämlich nicht, aber das sagt wahrscheinlich jeder. Und dann sind doch viele dabei, die allgemein zu wenig trinken. Ich weiß nicht, wie das bei mir ist. Ich würde mal sagen, im Zweifelsfalle lieber ein bisschen mehr trinken. Solange das nicht so zuckerhaltiges Zeug ist, was es bei mir aktuell sehr wohl ist, nämlich Apfelsaft. Allerdings üblich, wie das bei mir üblich ist, zur Hälfte verdünnt mit Wasser.
Das mache ich schon seit jeher so. Apfelsaft oder Orangensaft immer zur Hälfte verdünnen mit Wasser. Zum einen, damit das länger vorhält und ich nicht so häufig nachkaufen muss, was Geld spart. Und zum anderen natürlich auch, ganz klar, diese Plastikflaschen, die kommen ja in den Müll, die werden wiederverwertet, aber da gibt es keinen Pfand drauf, die werden einfach so wiederverwertet. Aber weniger Müll ist eben immer besser und deswegen produziere ich mit dieser Sache praktisch dann nur noch halb so viel Müll. So, also zurück zu dem Thema hier. Ich finde, das sieht besser aus hier. Das andere sah eigentlich auch nicht schlecht aus, aber das hier... Aber dennoch sieht mir das noch irgendwie zu... ein bisschen zu glatt aus und so, naja, so zu regelmäßig. Ich finde eigentlich beides gar nicht schlecht hier. Was könnten wir da machen? Oder oben habe ich, das sehe ich ja jetzt erst, da oben, habe ich ja falsch gebaut. Also ich lasse das mal so. Ich bin damit noch nicht so ganz zufrieden. Mir gefällt irgendwie beides. Ich setze da oben nochmal den einen Block rein.